So, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde mit namhaften CIOs und IT-Leiter zum Thema, was haben wir gelernt und was wollen wir behalten? Ich darf begrüßen Herrn Martin Peuker, CIO der Berliner Charité, Herrn Lothar Hirschspiegel, Leiter Geschäftsbereich IT Service Center und stellvertretender CIO an der Hochschule Osnabrück, Herrn Henning Mohren, CIO und Leiter Campus IT an der Hochschule Düsseldorf und Florian Frank, CIO der UDS Berlin, der University of Digital Science. So, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben uns bewusst diese Runde ausgewählt, weil es uns wichtig war, dass wir einen Bogen spannen wollten zwischen den Themen Lehre, Forschung und auch die Überführung in die Aufgaben eines Lehr- und Forschungsklinikums. Und darüber hinaus haben wir Sie ausgewählt, weil wir schon gesehen haben, dass Sie vor Corona sehr stark auf neue Technologien gesetzt haben. Trotz allem möchte ich natürlich die erste Frage im Kontext von Corona und Ihren Eindrücken stellen. Vielleicht, Herr Spiegel, in Ihre Richtung erstmal. Inwieweit haben die letzten Monate mit Corona die IT-Strategie und Entwicklung beflügelt, oder ausgebremst? Ja, ich meine, wir sind ja viele von unseren Hochschulen und im Bildungsbereich sind ja schon längere Zeit in dieser Richtung unterwegs, netzgestützte Lehre. Viele oder wir wissen alle, was für Riesenvorteile darin liegen. Eine Präsenzlehre, die ja erster Linie Interaktion vermittelt, mit netzgestützter Lehre zu kombinieren, wo so ein Wissenstransfer sehr häufig geht als Schwerpunkt. Wir haben seit vielen Jahren die Technologie inzwischen, die Netze, die früher ein Problem waren, sind alle da, die Software. Wir haben fast alle irgendwelche E-Learning-Kompetenzzenter, die sich mit der didaktischen Seite beschäftigen, aber es ist nie zum Fliegen gekommen. Nie wirklich. Und es gab viele Untersuchungen, es gab viele Diskussionen, es gab viele Ursachenforschung, warum? Es ist Beharrungsvermögen der Lehrenden, der Studenten, was auch immer. Ja, und dann kam Corona. Und plötzlich waren diese ganzen Überlegungen Makulatur. Wir haben bei uns in der Hochschule in Osnabrück, wir haben innerhalb von 2 Tagen Zehntausende von Mitarbeitern, Studenten und anderen ins Netz bringen müssen. Wir mussten denen Kommunikation, Videokonferenzen ermöglichen. Wir mussten den Leuten Hilfsmittel in die Hand geben. Was könnt ihr denn tun, um eure Lehre über Netz zu führen, effizient zu machen? Das war unglaublich. Das ist so, als ob sie 10 Jahre vor einem Staudamm stehen und hoffen immer, dass er bricht. Und wenn er dann bricht, dann haben sie ein Problem. Ich glaube, das war nicht nur bei uns so, das war bei allen so. Wir waren gut gerüstet, aber als es dann scharf wurde, gute Nacht, da haben wir doch zu kämpfen gehabt. Vielen Dank, Herr Henning. Herr Mohren, Sie haben jetzt die Hand gehoben in Ihre Richtung. Wie war es bei Ihnen? Ja, ich würde gerne noch mal vielleicht ein bisschen auf den etwas mehr technischen Aspekt eingehen. Also ich glaube, die Situation in Osnabrück und bei uns in Düsseldorf war so ein bisschen vergleichbar. Denn aufgrund der bei uns vorhandenen Strategien war, glaube ich, der Umgang in den Rechenzentren mit den modernen Möglichkeiten, die man hat, im Sinne des Cloud-Computings oder sowas, grundsätzlich vorhanden. Und die Schwierigkeit war letzten Endes nur, wir müssen die Cloud auch sozusagen legal nutzen dürfen. Das waren Datenschutzaspekte zu klären, Barrierefreiheit und so weiter. Und insofern würde ich sagen, jetzt mal in Bezug auf die Technologie, hat uns Corona sehr geholfen, die Umsetzung der Strategien zum einen zu beschleunigen, ne, weil wir Dinge in Betrieb nehmen konnten, die vorher unendlich viel Zeit verursacht haben. Und zum anderen hat es ja auch ein Stück weit möglicherweise mit Perspektive auf die nächste Strategie eine Modifikation gegeben. Denn der Trend in die Cloud, der ist, glaube ich, deutlich verstärkt worden. Und bei uns wäre das Fazit, glaube ich, durch die Corona-Zeit, ja, wir haben viel Arbeit gehabt damit, das stimmt. Aber dadurch, dass wir irgendwie strategisch aufgestellt worden sind, haben wir kein Chaos gehabt, ne? Und das ist ein ganz entscheidender Vorteil, den wir in dieser Situation ausnutzen konnten. Vielen Dank, Herr Peuker. In Ihre Richtung natürlich die gleiche Frage. Was mich da natürlich noch mehr interessiert ist, bei Ihnen war natürlich schon auch das Thema, dass es nicht nur eine Universität ist, sondern dass es auch ein Lehr- und ein Forschungskrankenhaus ist. Das heißt, es ging ja in beiden Richtungen bei Ihnen die Herausforderung in der Corona-Zeit.
Ja, absolut. Aber ich kann mich als erstes mal meinen Vorrednern komplett anschließen. Ja, aber insbesondere, wenn man Digitalisierung begreift, ja, ist das insbesondere im Gesundheitswesen, man muss es einfach sagen, jetzt endlich mal in Deutschland angekommen, dass wir dort Workflows weiter digitalisieren müssen. Und das betrifft zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Einerseits den Durchdringungsgrad an Digitalisierung im Gesundheitswesen und dann vor allem, das betrifft alle, auch den Bereich Lehre und Forschung, wie mit welcher Art und Weise werden denn Projekte umgesetzt? Also man kann da ja schon sagen, dass auch speziell durch die Corona-Krise, ja, aus Sicht der IT, das war eine extrem spannende Zeit auch, mit einer aus meiner Sicht nie dagewesenen Agilität, ja. Also ich kann vielleicht mal noch zwei Be oder drei Beispiele nennen, ganz kurz. Also wir haben es geschafft, innerhalb von 2 Wochen, jetzt vielleicht mal was ganz anderes aus dem Krankenhausbetrieb, komplett neue Covid-19-Stationen innerhalb von 2 Wochen aus dem Boden zu stampfen mit einem vollständigen digitalen Workflow. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch die ganzen Lehrveranstaltungen für über 8000 Humanmedizinstudierende von Präsenz innerhalb von Wochenfrist das ganze Curriculum auf ja, Microsoft Teams umgestellt. Und wenn man sich das mal so vor Augen hält, mit welcher Power, ja, wir das geschafft haben. Natürlich auch, man muss es wirklich sagen, in der Hochzeit des, ja, will ich jetzt mal sagen, Lockdowns im April, ist das natürlich nur gelungen, auch mit freundlichster Unterstützung sämtlicher IT-Anbieter. Aber zusammenfassend kann man einfach sagen, dass die Corona-Zeit diesen begonnenen Change-Prozess, insbesondere in der Charité, von einem klassischen IT-Betrieb mehr zu einem agilen Projektumfeld mit crossfunktionalen Teams der richtige war und das nun auch forciert hat. Also das ist wirklich, sage ich jetzt mal, die Lehre daraus. Vielen Dank. Herr Frank, in Ihre Richtung, jetzt ist bei Ihnen ja völlig eine andere Situation. Sie sind eine sehr, sehr junge Universität. Das heißt, Sie haben oftmals auch nicht gewisse, naja, nehmen wir es mal, Altlasten oder ältere Technologien, die Sie haben, sondern letztendlich können Sie schon gleich auf neue Technologien setzen. Trotzdem, wie war es für Sie jetzt in dieser Zeit von Corona? Welche Herausforderungen hatten Sie? Oder war es für Sie einfach dadurch, dass Sie schon komplett auf neue Technologien gesetzt haben, Punkt, wo Sie gesagt haben, wir sind 100% vorbereitet? Ja, also grundsätzlich war die Situation gar nicht so anders. Klar, wir sind eine junge, neu, von Grund auf neu errichtete Universität, die zu 100% auf Cloud basiert ist. Dennoch müssen wir feststellen, dass Corona natürlich einen gewissen Einfluss hatte, auch bei uns. Da bin ich sehr nahe dran bei dem, was Herr Mohren gesagt hat. Hat es vieles beflügelt letzten Endes, weil davor waren wir immer in der Diskussion, ja, sind solche komplett digitalen Modelle überhaupt notwendig? Ja, jetzt haben wir den Beweis auf dem Tisch, ja, sie sind notwendig. Und als Universität, die sich auch inhaltlich rund um das Thema Digital Science etabliert, haben wir natürlich auch hier diese Szenarien, dass es irgendwann mal nicht möglich sein wird, eine Präsenzlehre durchzuführen, die haben wir natürlich auf dem Schirm. Und wir sind stark international geprägt. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, internationalen Menschen orts- und zeitunabhängig anzubinden. Und für uns war das jetzt einfach ein Beschleuniger, ja. Und unsere Normative letzten Endes, und ich glaube, das ist ein Punkt, der für uns jetzt ganz, ganz tragend war, ist, dass wir jeden dazu befähigen wollen, genau das zu erforschen, zu lernen und zu vermitteln, was ihn oder sie eben begeistern und antreiben. Und digitale Technologie ist für uns also nicht nur eine Option, sondern eine schlicht und ergreifender Standard, mit dem wir das den Menschen einfach ermöglichen. Ja, also für uns war das ein totaler Beschleuniger jetzt. Vielen Dank. Trotzdem, und Herr Spiegel, ich sehe, dass Sie die Hand heben, aber ich würde auch gleich gerne in Sie eine Folgefrage richten, die mir jetzt so einfällt. Trotz allem ist ja auch wieder der Zug dazu da, wieder in Präsenzvorlesungen zu machen und man sich auch wieder persönlich sieht. Es darf aber nicht wieder zurück auf losgehen, sondern letztendlich geht es ja jetzt um eine Hybridumgebung, die letztendlich auch weiterhin Bestand haben soll. Und es geht ja darum, was haben wir gelernt und was wollen wir behalten? Was wollen wir denn behalten von dem, was wir jetzt gelernt haben? Und was sind Dinge, wo wir auch gesehen haben, das sind vielleicht auch Umgebungen entstanden wie Schatten-IT, die als Herausforderung jetzt auch wieder in den Griff zu kriegen sind? Passt gut, weil genau dazu wollte ich noch ein paar Worte sagen. Ich bin ganz sternhoch. Wir müssen ganz dringend aufarbeiten, was wir jetzt erlebt haben im letzten Semester oder beziehungsweise in der Zeit seit März.
Wir haben eine Umfrage unter den Studenten gemacht, vor kurzem jetzt erst, vor ein, zwei Monaten, und haben die gefragt, was sind denn eure Erfahrungen und Eindrücke aus der ganzen, ich sag mal, Sondersituation, unter der wir jetzt Lehre veranstaltet haben. Und ich war ein bisschen überrascht, weil die Hälfte der Studenten hat gesagt, super, ich finde es ganz toll, dass wir netzgestützte Vorlesungen hatten über Videokonferenz. Die andere Hälfte hat gesagt, nee, wir würden eigentlich viel lieber Präsenz-Universität bzw. Präsenzhochschule betreiben. Bei den Lehrern war es eher ein bisschen anders. Viele von denen haben inzwischen gesagt, nö, wir finden das klasse. Und weniger, die früher Angst hatten, wo wir immer gedacht haben, das ist eigentlich der Roadblocker, haben gesagt, ja, nö, wir können uns da überhaupt nicht mit abfinden. Das Problem ist, was will ich erreichen in der Lehre? Ich habe immer irgendwo eine Interaktion und ich habe mit Studenten gesprochen, die haben gesagt, ich brauche meine Kommilitonen. Ich möchte in der Mensa mit denen reden. Wir haben ja sowieso Praktika. Herr Brügger wird sicher da auch drüber lachen, weil das ist ja meistens Praktika, auch was Sie machen, nur sehr viel Präsenz. Natürlich müssen Sie das irgendwie abbilden. Aber davon abgesehen, von den reinen Lehrinhalten, es ist die Interaktion, die vielen fehlt, bei den Studenten und bei den Lehrern. Andererseits, wenn es um die reine Wissensvermittlung geht, das geht viel besser über Videokonferenz oder über netzbasierten Zugriff, Cloud und was auch immer, das haben wir auch von allen Seiten bestätigt bekommen. Und aus diesem Konglomerat, aus diesen verschiedenen Elementen müssen wir uns jetzt hinsetzen und ein echtes didaktisches Konzept erarbeiten. Und zwar im Sinne von Nutzung von der Technologie, die inzwischen da ist. Gab es ja früher gar nicht, die Netze. Ich kann mich erinnern, als ich mit Herrn Mohren vor langen Jahren, Jahrzehnten kann man fast sagen, über dieses Thema gebrütet habe. Da waren wir froh, dass wir ISDN-Netze hatten. Ja, ISDN-basiert bei unseren Anwendern. Heute ist das Ganze im Überfluss da. Es wird einfach nur Zeit, dass wir ein sinnvolles Konzept haben, Präsenz und netzgestützt so einzusetzen und zu verheiraten, dass für alle das Beste rauskommt, sowohl für die Lehrenden als auch für die Studenten. Vielen Dank, Herr Spiegel. Herr Polger, Sie haben noch dazu einen Punkt. Ja, einfach eine Ergänzung. Herr Hirschspiegel hat es ja angesprochen. Gerade im Universitären, in einer Universitätsmedizin ist es natürlich schwierig, ja, alles auch virtuell umzustellen. Wir haben viele Laborthemen, ja, in der Ausbildung. Wir haben viel auch natürlich am Behandlungsbett und das ist schwierig, sich alles virtuell auf Dauer so zu lassen. Aber ich glaube, genau das, Herr Mittel, was Sie auch eingangs in Ihrer Frage gestellt haben. Es wird ein Modell Hybrid sein, ja. Und wir haben auch im Vorstand überlegt, welche positiven Aspekte, wenn man das mal so sehen kann, aus der Krise kann man denn prolongieren, auch in die Zukunft, ja. Und gerade im Bereich Lehre haben wir auch Themen, nicht nur, ich sage es mal, Teams-Konferenzen, sondern auch immer mehr und mehr auch das Thema Mixed Reality, ja, also dass wir mit sozusagen mit Brillen am sozusagen am Bett stehen und darüber auch Lehre direkt einspielen können. Das sind alles Themen gewesen, das waren mal Forschungsprojekte, die jetzt aber einen Drive gewinnen und ich bin da ganz zuversichtlich, dass solche Modelle einfach in der Zukunft und in der nicht allzu fernen Zukunft, ich rede hier über das nächste oder übernächste Semester, wirklich mit integriert werden. Und das ist ein Riesenvorteil, ja, der sich ergeben hat. Also das Thema Hunger auf Neues, der einfach entstanden ist und der jetzt einfach auch gestillt werden muss in der Ganz Form. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Herr Frank, wie ist es denn bei Ihnen mit dem Hunger auf Neues? Der ist riesig. Ich will auch nochmal ergänzen zu Herrn Hirschspiegel. Wir haben einzelne Universitäten, mit denen wir partnerschaftlich auch die Lehre betreiben. Und denen haben wir jetzt natürlich Unterstützung geboten in diesem Corona-Semester. Und da haben wir festgestellt, dass alle Versuche, das bereits Bestehende einfach zu digitalisieren, also diese Frontallehre, die ja noch sehr verbreitet ist, die zu digitalisieren, dass das zu weniger günstigen Ergebnissen führt. Und in einer Umfrage letztens oder einer Evaluation haben wir festgestellt, dass viele der Studierenden gerade bei uns mit unserem didaktischen Konzept sogar mehr Nähe zum Dozierenden erlebt haben, ja, letzten Endes, als davor, weil wir einem, wenn man das günstig gestaltet und wirklich die technologischen Möglichkeiten komplett in Betracht zieht und ausrollt, dann hat man durchaus viel mehr Möglichkeiten, also häufiger in Kontakt zu treten mit den Studierenden und einfach den Mentoring-Aufgaben besser gerecht zu werden, als in diesen überfüllten Hörsälen, wo eigentlich keine Zeit für sowas ist. Also wir hatten also eine sehr positive Rückmeldung diesbezüglich bekommen. Vielen Dank, Herr Frank. Herr
Herr Mohren, Sie haben als nächstes die Hand gehoben, aber lassen Sie mich eine Frage stellen, auch zu der Antwort, die Sie mit Sicherheit geben wollen, ist, jetzt hat der Herr Hirschspiegel gesagt, wir brauchen ein echtes didaktisches Konzept. Das kann man ja als CIO und in der IT nicht selber schreiben, sondern das ist ja letztendlich eine Zusammenarbeit vieler Bereiche innerhalb der Universitäten und der Hochschulen. Die Frage, die sich für mich natürlich aber damit auch stellt, ist, welche neue Aufgaben und Anforderungen ergeben sich daraus für Sie als CIO? Aber auch, wie verändert sich dadurch das Rollenverständnis oder die Struktur und die Aufgabenprofile innerhalb der IT? Ja, genau. Also eigentlich haben Sie so einen Teil meiner Antwort schon fast vorweggenommen. Ich wollte gern zu Herrn Frank noch einen Aspekt ergänzen. Herr Frank hatte gesagt, durch die Nähe, die man durch Videokonferenzen hat, ist auch die Interaktion in der Lehre viel größer. Genau das ist eigentlich die Erfahrung, die ich auch im IT-Betrieb gemacht habe. Ich habe gedacht, als Corona begann, jetzt sehe ich meine Mitarbeiter nicht mehr. Und eigentlich muss ich sagen, nee, genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe sie häufiger gesehen als vorher, weil wir eben genau von einer Videokonferenz in die nächste gegangen sind. Jetzt komme ich noch zu Ihrer Frage, Herr Wittel. Was hat sich geändert und wie wird die Interaktion sich ändern? Ich habe jetzt im Sommer 2 Cloud-Solution-Architekten bei mir in der IT-Abteilung eingestellt. Das ist ein Berufsbild, was ich bisher noch nicht hatte. Und diese Leute brauche ich jetzt aber, weil das genau das Pendant ist zu den Leuten, die das Lehrmaterial didaktisch aufbereiten. Die brauchen zu mir eine Schnittstelle, die dann das didaktische Konzept wiederum in die verfügbare Technik umsetzt. Und das ist das Berufsbild von Cloud-Solution-Architekten. Und ich glaube, dass mit dem Einzug der Cloud-Technologie und mit der Änderung von der Präsenzlehre auf die Hybridlehre sich genau solche Berufsfelder im IT-Bereich ergeben werden. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich 2 Mitarbeiter gefunden habe, die genau diese Philosophie jetzt auch aus dem Rechenzentrum, aus der Campus-IT bei mir heraustragen in die Hochschule, um die Schnittstelle auch offensiv anzubieten. Das ist ganz wichtig, weil sonst wissen die Didaktiker wieder nicht, wen sie fragen sollen. Ne? Den E-Mail-Admin, den klassischen, den können Sie nicht fragen, weil der kann Ihnen nicht helfen. Wir brauchen Leute, die im Bereich des Cloud-Computings, im Verzahnen der Möglichkeiten, die die Technik bieten, jetzt die entsprechenden Hilfestellungen geben. Vielen Dank, Herr Mohren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gibt es die Leute schon im eigenen Team? Muss man die Personen, die neuen Kräfte extern suchen? Gibt es die? Gibt es die leicht zu finden? Oder bedeutet das jetzt eine Investition auch der Hochschulen eben in das eigene Team, um letztendlich dort schnell dieses Umdenken auch hinzubekommen? Herr Preuger, wie sehen Sie das? Ja, absolut. Man muss die Mitarbeiter erstmal auch in-house mitnehmen, ja. Also hier durch Weiterbildung, Fortbildung. Ja, es ist ganz wichtig. Ich hatte es ja eingangs auch gesagt, dass Digitalisierung ist ja nicht eine singuläre Aufgabe eines IT-Bereiches. Ja, ich glaube, so cross-funktionale Teams bedeutet bei uns, dass wir aus verschiedenen Bereichen, die halt temporär agil zusammenarbeiten, was in der Vergangenheit wirklich eher eine Ausnahme war, weil Projekte wurden eher wasserfallartig, wenn ich es mal so sagen darf, abgearbeitet und nicht so agil. Ich glaube, das ändert sich, ja. Hat sich vielleicht in anderen Industrien schon vor 10 Jahren durchgesetzt. Also ich sag mal so, in der Universitätsmedizin in Deutschland war das in der Vergangenheit nicht da, ja. Und ich sehe das auch noch recht wenig. Aber das wurde einfach beflügelt. Und hier müssen wir natürlich auch mit sowohl als auch einerseits zusammenarbeiten, beispielsweise in der Charité im Bereich Lehre mit dem Prodekanat Lehre, um das Curriculum neu aufzustellen. Das wäre in der IT selber, hätte das nie funktioniert. Ja, das gemeinsam war der Erfolg. Ja, und ich glaube auch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das umgesetzt haben, waren Personal, die auch schon vor 2 Jahren da waren, aber die man durchaus mit bestimmten Trainings befähigt hat, das zu tun. Aber natürlich muss man ganz ehrlich sagen, Herr Mohren hat es ja auch schon angesprochen, die Berufsbilder in der IT ändern sich auch. Und wir stellen natürlich auch, glücklicherweise dürfen wir auch neue Stellen aufbauen. Und das unterscheidet sich schon enorm. Ja? Also eher in einem Beratungsansatz, ja, die sozusagen auf Cloud-Architekturen oder auf neuen Infrastrukturen arbeiten können und hier wirklich passgenaue Lösungen schaffen. Ja? Die Datenschutz und natürlich bei uns auch effizienten Versorgungsprozessen entsprechen. Also von daher sehr agil. Dankeschön. Herr Hirschspiegel, eine Frage, oder Herr Frank, Sie melden sich jetzt gerade. Meldet sich keiner mehr? Doch, Herr Frank? Ja. Ich würde gerne zu den Vorgaben, die jetzt gerade Herr Peuger gemacht hat, die ich wunderbar finde, nochmal auch was ergänzen.
Das Berufsbild des CIOs, nämlich gerade unseres, denke ich, das verändert sich jetzt gerade massiv. Und ich sehe das so, dass diese Aufgabe, die wir als CIOs im Moment bewältigen, im Grunde nur eine Art Durchgangsaufgabe darstellt. Ja, und wie wir aus der Thermodynamik kennen, sind Phasenübergänge immer kritisch. Und in so einem Phasenübergang befinden wir uns gerade. Ne? Und während wir zum Beispiel früher als klassische IT-Leiter noch Computer geschraubt haben und Netzwerke administriert haben und damit unsere eigenen Experten-Silos aufgebaut haben, sind wir jetzt im Grunde diejenigen, die diese neue Ära, ich würde sagen, hochperformanter und überall verfügbarer Digitaltechnologie in den Köpfen der Unternehmer, aber genauso Bildungsträger und eigentlich in der Gesellschaft insgesamt korrekt verorten müssen. Das ist unsere Aufgabe. Und diese Technologie, die uns zur Verfügung steht, die ermöglicht es uns jetzt erstmals wirklich offen und veränderbar in diese Welt zu treten. Aber gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir die richtigen Tools am Gürtel haben, um hier drin auch navigieren zu können. Das ist so eine große Aufgabe, die wir im Moment haben. Und die Zukunft, die jetzt vor uns liegt, die wird ganz anders aussehen. Denn diese Kämpfe, die wir gerade als CIOs austragen, die werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr führen müssen, sondern wir werden zunehmend ermutiger und inspirierer sein für Weiterentwicklung, die sich in den jeweiligen Bereichen selbst abzeichnen werden. Also die Themen, die uns zukünftig beschäftigen werden, sind die Entwicklung von Kulturen in diesen Unternehmen, Schulen und Universitäten, dass die selbstverantwortliches Handeln in diesem Umfeld wahrnehmen und im größeren Zusammenhang denken. Das muss jedem gewahr sein, dass jeder Chancen zur Mitgestaltung hat. Und das ist so ein Feld, das wir jetzt gerade ja aufbauen, mehr oder minder. Und Leadership, wie eben auch angesprochen, wird eine viel größere Bedeutung durch alle Ränge durch einnehmen, nämlich nicht nur top-down, sondern auch insbesondere bottom-up. Ein interessanter Punkt natürlich, weil Corona hat ja jetzt nicht nur die Universität verändert, sondern hat ja auch alles drumherum verändert. Das heißt, wenn man sich anschaut, wo die Wirtschaft hingeht, dann gibt es auch in der Wirtschaft ja völlig neue Anforderungen an Berufsbildern. Und letztendlich die Universitäten, die Hochschulen müssen genau diese Absolventen liefern, die genau in diese Berufsbilder dann letztendlich reinwachsen. Da stellt sich für mich die Frage, Herr Hirschspiegel, vielleicht in Ihre Richtung noch. Wie sehen Sie in 2 Jahren Ihre Hochschule? Was hat Corona jetzt bewirkt? Wo werden Sie in 2 Jahren stehen? Zum einen von der IT-Seite, neue Technologien, aber zum anderen auch, was die Vermittlung von diesen Technologien angeht, an die Studenten. Genau. Also ich kann erstmal nur Herrn Frank 100% beistimmen mit der Analyse, was die Rolle des CIO in der Zukunft bedeutet. Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Die Rolle des CIO in der Bedeutung wird abnehmen, weil wir werden immer mehr zu Brokern. Herr Mohr hat es gesagt, die Cloud ist unsere Lösung. Ich bilde mir nicht ein, dass wir in der IT alle Hilfsmittel, die wir brauchen, sei es nur Software, sei es System oder was auch immer, optimal herstellen und bereitstellen können. Wir müssen sie einkaufen. Und damit kaufen wir sie aus der Cloud. Und meine Rolle oder eine Rolle als CIO wird immer wichtiger darin zu bewerten, welche Dienste und Services kaufen wir von wem in der Cloud so ein, dass sie optimal in unser System passen. Die Fertigungstiefe in der IT, das habe ich schon seit Jahrzehnten, jetzt kann man sagen, beobachtet, nimmt immer mehr ab. Aber das ist auch klar. Wir können keine Textverarbeitung so gut programmieren wie Microsoft. Und wir können auch nicht sowas wie Teams nachempfinden, selbst wenn wir es versuchen, wie Microsoft. Aber wir müssten verrückt sein, es nicht uns einzukaufen und zu nutzen und so integrieren in unsere Abläufe, dass es optimal passt. Jetzt muss ich aber auch mal den warnenden Finger heben zur Frage, wie wird das in 2 Jahren aussehen. Ich glaube, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber der Bildungsbereich gehört zu den konservativsten IT-Bereichen, die ich in meinem Berufsleben kennengelernt habe. Ich bin ursprünglich aus der Industrie, aber seit 15 Jahren im Bildungsbereich und sowas Konservatives habe ich bisher noch nicht kennengelernt. Wenn Sie einen typischen deutschen IT-Leiter an der Hochschule fragen, willst du Zoom oder Teams betreiben oder willst du lieber Big Blue Button oder was auch immer selbst programmieren, dann kommt immer die Antwort, ich mache es selbst. Egal, was sie machen, die machen es immer selbst. Das ist so eine Art Autonomie, die dahinter steht. Es ist teilweise eine skurrile Angst vor irgendwelchen Behörden. Es ist teilweise auch irgendwie nur das Gefühl, ich bin ein alter Profi, ich kann das. Argumentieren Sie mal als CIO, der letztendlich als Broker auftritt, gegen Vertrauen, was fehlt gegenüber bestimmten Lieferanten. So, das prägt eben zum einen die Organisation, das macht aber auch den ganzen Prozess unglaublich langwierig und schwierig. Ja.
Und ich glaube, jetzt ganz ehrlich, das wird erst aufhören, wenn die alte Generation, die heute an der Spitze ist und sowas eigentlich treibt, irgendwann mal ersetzt ist durch die junge Generation, die mit Clouds aufgewachsen sind, die nicht diese panischen, irrationalen Ängste haben vor der Nutzung von der Cloud und die auch nicht der Ansicht sind, ich kann selbst alles besser als die gesamte restliche IT-Industrie. Vielleicht ist es auch unsere Aufgabe, in den Hochschulen darauf hinzuwirken, dass genau diese Erkenntnis sich weiter verbreitet und dass wir eigentlich einen Plan brauchen und ein Konzept als IT in Zukunft das Beste einzukaufen und zu integrieren. Wir sind irgendwie immer mehr Integrator, ja, und nicht zu erzeugen. Das war früher mal in den großen MVS-Rechenzentren. Super. Ja, Herr Spiegel, vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Abschlussstatement. Vielen Dank in die Runde. Was ich so für mich mitgenommen habe, ist, wir brauchen auf der einen Seite echtes didaktisches Konzept, das man nicht alleine als CIO machen kann, sondern da sind alle gefordert. Wir befinden uns in einem Phasenübergang, Herr Frank, hatten Sie gesagt. Den sollten wir auch nutzen und von dem sollten wir lernen. Der CIO wird zu einem Broker, finde ich interessant. Und Herr Spiegel, Sie haben jetzt gesagt, die alte Generation muss weg sein. Ich glaube, ich sehe das Ganze jetzt nicht so negativ, sondern ich glaube, wir sollten das einfach als Chance sehen. Und man hat hier, ich glaube, alle Generationen, die hier jetzt gerade in der Diskussionsrunde drin sind, und sie sind alle Vordenker. Was ich mir natürlich wünschen würde von meiner Seite aus, ist, dass es eben jetzt wichtig ist, genau diesen Dialog zwischen den Hochschulen, Universitätsklinikas letztendlich genau aufrechtzuerhalten und voneinander zu lernen. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. Einerseits natürlich als Vater von Kindern, die irgendwann an die Universität hoffentlich gehen. Natürlich aber auch als Vertreter von Microsoft. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle erstmal vielen Dank in Ihre Runde. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Und ich denke mal, jeder von Ihnen ist mit Sicherheit gesprächsbereit, falls es jetzt Zuhörer, Zuschauer gab, die Interesse hätten, auch in den direkten Austausch zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Absolut. Vielen Dank. Danke. Thank you.
Thank you.